Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels und ich habe eine Idee und das könnt ihr mir nicht glauben, was für eine. Und zwar setzen wir das Ding hier zwischen, das versucht ja wahrscheinlich gerade zu halten. Bedeutet, ich werde einfach von den zwei verbauen. Und unten ein das war natürlich der falsche Teil. Das ist dezent falsch, aber okay. Ganz vorsichtig die Kabel hier lang ziehen. Man hat ja nicht so viel Spiel jetzt in dem Fall. Aber rein theoretisch kann ich doch damit hovern. Oder? Das Ding versucht sie auszutarieren. Oder auch nicht. Ach Mann. Gegen ein eingebautes austauschen. Ah, ich hab gedacht, das wäre der Durchbruch. Ich hätte gedacht, ich hab den Sieg. Dann will das Teil halt nicht, dann kommt der Teil wieder. Das Problem ist, ich bin nicht gut in der Scheißsteuerung. So, dann muss ich jetzt... Warum muss ich jetzt alles wieder anschließen? What? Okay, jetzt muss ich natürlich noch einstellen, wie stark ich das Ding steuern will. Links, rechts oder so, okay, aber ich hätte gern den Winkel so mit 10. Scheiße, ich bin schon über da. Also gelenkt kriege ich das Ding so oder so nicht. Oder ich baue eine sehr, sehr große, langsame Rakete und schalte dann an, aus, an, aus, an, aus. Andere. Wir nehmen Schrott. Sowas hier. So. Pass auf, hört sich dumm an. Die Idee dahinter ist genial. Wir brauchen jetzt Treibstoff. Dafür nehmen wir den großen Benzintank hier. So, mitte ich hier unten rein. Links und rechts kommen Triebwerke hin. Ich glaube, ich nehme die jeweils. So, zwei jeweils sogar. Ich hoffe, das geht sich jetzt aus. So. Hier oben, jetzt kommt erstmal. Oh. Hier oben kommt ein Verteiler ran. Passt am besten hier hin. Dann hier noch einer und hier drüben noch einer. Nein, nicht du, du bist eh schon fix. Dich muss ich trennen. So. Wenn ich jetzt zack mache. Ich frage, er hebt es ab oder nicht. Gesamtkraft aller Triebwerke 1260. Weil ihr versteht, glaube ich, oder ihr wisst wenigstens, was für eine Idee ich dahinter habe. Und zwar, dass ich, wenn es auf blöd kommt, dass ich alle vier steuern kann mit 1 tut oder mit halt MNXC oder sowas. Damit ich halt wirklich gerade flieg. Dafür will ich auch vom Schrott jetzt noch gerne links, rechts jeweils die passenden Teile anbauen. Es soll ein Tor einmal. Achso, ja, stimmt, wir sollen ja ein Tor. Tor wäre vielleicht noch ganz schlau, ne? Dann bauen wir jetzt zwei Tore ein. Wie gewünscht, bauen wir erstmal zwei Tore ein.
ein Tor hier und ein Tor da. Das Tor geht direkt hier hin und so. Ne, du gehst nach 1, in Ordnung. Und du hier gehst nach 2. So. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, ganz ehrlich. Es ist ja nur ein langes Etwas. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Verein bauen will mit nochmal 4 Jet-Triebwerken. Aber es hebt halt auch nicht ab, ne? Okay, zurück zur Konstruktion. Oh, ich sehe schon, komm, das geht ganz, ganz schlecht aus. Ganz, ganz übel. Was ist denn das nächstbeste Triebwerk? Ich weiß nicht, ob 2 von denen da selbst wirken. Aber okay, was geht's? Studieren und probieren, ne? Einfach. Let's try. Uns bleibt eh nichts anderes übrig. Wir müssen probieren und gucken, ob es funktioniert. Ja, okay, jetzt kann es nicht mehr fliegen. Einen epischen Tag errungen. Nee, ich muss einfach das nochmal probieren. Und kurz warten und dann sollte das hoffentlich abheben. Was mir auffällt, das Ding verbraucht wesentlich weniger Treibstoff wie das andere. Komm, heb ab. Wie viel Gewicht hat denn das Ding noch? Masse? Treibstoffrate? Beschleunigung ist aktuell noch über 0. Er wäre auch 400 Kilo. Na komm! Ich hätte vielleicht nicht die schwersten Teile nehmen sollen, ne? Aber die Idee war halt genau an diese Grenze zu kommen, die wir jetzt suchen. 360. Komm schon, du schaffst es. Heb ab. Heb ab, mein Freund. Okay, das ganze klimmere Dümpf, was wir hier haben, ist viel zu schwer. Okay, wieder. Dann nehmen wir Triebwerk. Nicht Treibstoff, Triebwerk. Überhaupt nicht übertrieben oder so. Oh, nicht schon wieder. So, okay, jetzt müssen wir kurz gucken, wie das hier eingesetzt ist, das Teil hier. So.
So, okay. So, jetzt muss das Ding aber genug Schub haben. Und wenn nicht, dann kacke ich in die Hose oder so. Okay, ja, laden wir mal hoch. Flaschensalto. Für den Abschluss eines Loopings und das Landen einer Rakete auf dem Unterteil. Nehmen wir noch saubere Landungen rein. Super Kombination. Oh, das Ding geht ab. Erstmal nächsten Rang erreicht. Aktivist. Yes. Bringt mir zwar nichts, aber hey! Ich habe noch keinen Plan. Ziemlich gut, wie sich das anfühlt. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Danke, werde ich haben. Wasserstoff. Finde die Belohnung wichtig. Hier für mich. Sie vermitteln andere, dass sie nicht, uns nicht egal sind. Daher habe ich hier etwas für dich. Ein Wasserstofftank. Unter was fällt das denn? Also das mit der Schwebekatze, ganz ehrlich, ich habe noch keinen Plan. Eigentlich müsste ich das hier probieren, weil das ist simpler und bringt uns trotzdem 8 Komplexität. Das bringt uns 16 und das 15. Und eigentlich müssen wir das irgendwie schaffen. Ich weiß bloß nicht mal ansatzweise wie. Also echt null Plan. Null. Ich wollte jetzt gucken, unter was fällt das. Ist das ein Sauer? Nee, das ist ein Treibstofftank. Holy Mother. What? Holy shit! Wie viel Tank hält das Ding? 300? In was für ein Teil passt denn das von mir rein? Ich glaube ins keins. Also die ganzen NSA-Teile sowieso nicht, das ist schon mal klar. Ich habe meine Retro-Teile. Selbst die sind dagegen, Witz. Das ist ja übel. Aber rein theoretisch, jetzt mal, blöde Idee. Wenn ich den Tank nehme hier. Warte mal, wo ist NSA? NSA hat ja so ein ganz, hat ein ganz interessantes Teil, und zwar das hier. Wenn ich das nehme und dann habe ich noch Sauerstoffteil hier, das hier. Und dann mit einem Sauerstoffinjektor hier arbeite. Warte mal, wo war der? Sauerstoffinjektor. Muss ich jetzt dann nochmal umdrehen. Weil das ist jetzt schief gelaufen, rein theoretisch. Also rein theoretisch. Dann baue ich da noch so eine simple Pumpe rein. Das Ganze nehmen. Also es leider hat es nicht funktioniert, so auf einen Schlag schön umdrehen, wie es eigentlich sollte. Jetzt hat. Wenn man das Teil nimmt, dazwischen eine Rakete packt. Klar, das hat jetzt auch eine extreme Komplexität schon, aber das machen wir heute noch, das machen wir heute noch. Wir nehmen eine Retro-Rakete. Mit dem Anschluss unten. Oder nee, wir machen einfach die von letzten Mal. Bloß ein bisschen abgespeckter, warte, dafür brauchen wir die Teile hier. Wir müssen ja sozusagen wieder das untere Teil entkoppeln, damit wir mit
dem Spezialteil hier lenken können. Das war ja letztens bei dem letzten Mal außer so. Da kommt dann das Triebwerk rein. Die Rakete selber erhält einen großen Tank. Und jetzt kann man natürlich... Ah, da kommt jetzt das Problem. Die zwei riesigen Tanks hier natürlich sind übel. Andere Idee? Was ist denn? Somit. Selbst dann werden mir wahrscheinlich die Verbindungselemente irgendwann zu teuer. Ich muss mindestens dann sozusagen einmal den hier einbauen. Dann brauche ich zweimal den rein, theoretisch. Ich mache jetzt nochmal 5 Veranstaltungspunkte. Und dann brauche ich ja immer noch die hier. Aber in der Theorie wäre es natürlich geil. So eine Rakete hochzuschicken. Was ist, wenn wir anstatt dem Teil hier zum Beispiel sauerstoffmäßig 2 Sota-Flaschen nehmen? Sind wir genauso ausgelastet, ne? Obwohl, wenn ich Verbindungselemente gucke, brauche ich nur einen Aus- Oh, der einen Ausschalter ist so teuer. Ah ne, scheiße, ich brauche noch so viel. Uns fehlen Aufgaben, uns fehlen richtig viele Aufgaben, Leute. Scheiße, das funktioniert leider nicht so. Dynamitstart. Wir müssen jetzt den Dynamitstart machen. Ne, machen wir auch noch die Folge. Baue einen Dynamit ein, erreiche 100 Meter mit einer Rakete mit einer Gesamtmasse von 100 Gramm. Was sind denn jetzt 100 Gramm? Schauen wir mal. Wenn wir hier PVC nehmen, 100 Gramm entspricht, das sind schon mehr wie 100 Gramm. Wenn ich es jetzt wirklich aus dem Raketenteil baue, damit ich halt die dementsprechenden Sachen habe. Nur mal angenommen. So. Haben wir dafür auch eine normale Spitze oder so? Ach, schau, da haben wir eine normale Spitze sogar. Und dann brauchen wir Feuerwerk, Dynamit. Kann ich das wenigstens? Nein, kann ich nicht. Ja, probieren wir mal. Ich weiß nicht, was passiert, ganz ehrlich. Ich muss 100 Meter rein theoretisch erreichen. Das war noch nicht im Ansatz von Weise 100 Meter. Erreiche 100 Meter mit Gesamtmasse. Baue keinen Teil der Gruppe Booster und... Hä? Der Museumsleiter hat echt zu wenig... Oh, Glückwunsch. Ich werde wir Spitzenwerte von den Besucherzahlen erreichen und du hast wieder ein festes Einkommen. Sie wisst bis zum... Dann werden wir Spitzenwerte bei den Besuchern... Das wurde okay. Ach, dann kriege ich von dem Geld, okay. Ich bin gerade überfordert mit der Aufgabe. Also überfordert nicht, aber es ist halt nicht so wie erwartet, sagen wir es so. Was passiert jetzt zum Beispiel? Okay, nah dran. Unerwartet nah dran. Bauen. Knall. Und
100. Yes. Warum war das damals so schwer? Ach so, weil ich die Teile wahrscheinlich noch nicht hatte. Aber es hat funktioniert. Hö. Ein virales Tag habe ich errungen. Video hochladen. Purzeln. Dynamit und Feuerwerk. Nehmen alles aus der einen Gruppe. Dann müsste ich doch jetzt hier Mega-Kombination Mega erhalten. Okay, die ist natürlich jetzt nicht so spannend. Sind trotzdem 7000 Abonnenten mehr. Geil. Sprengstoff. Ja, habe ich. Freut mich. Wow, das war alles. Das war alles. Ach, kommt schon, Leute. Ich brauche 5 Dollar bezahlen. Mechanisch. Schwebe abgerutscht. Baue nur Teile der Gruppe Rutsche ein. Baue mindestens 5 unterschiedliche Teile aus der Teile Rutsche ein. Erreiche 400 Kilometer. Welche Teile der Rutsche? Ich habe keine Teile der Rutsche. Ach so. Moment, das Zeug finde ich gerade mal gar nicht so doof. Ich muss nur angucken, wie groß die Teile sind. Kaufen wir mal alles ein. Shopping Tour. Oh Gott, ich sehe schon, nachher habe ich kein Geld mehr. Ach, warum immer diese Shopping Touren? Großes, rundes Biegen. So, okay. Jetzt sind das Teile aus der Gruppe Rutsche, oder wie? Rutsche. Holy shit! Vergleichen wir mal zu Retro. Ich habe gerade neue Teile gefunden, Leute. Please what? Das ist alles, was ich mir erträumt habe. Komm, das machen wir noch in der Folge. Wir bauen eine runde Spitze ein. Halbes Rohr. Was soll ich mit dem halben Rohr? So, wo sind die ganzen langen Rohre? Okay, und dann... Rutsche wollte ich. Und dann tue ich unten dran einfach ein Triebwerk. Nehmen wir das. Da passt ja auch gut das rein. Und dann Treibstoff. Passt da jetzt auch unser neuer Wasserstofftank rein? Fast, aber wenn ich da 2 einbaue. Dann oben. So 2 Sauerstoffflaschen hin. Dann. Kann ich noch. Bringe ich da unten noch irgendwie eine Pumpe rein? Eine kleine wenigstens. Ja, das kriegen noch rein. Okay. Verbindungselement. Ich sehe jetzt gerade bloß das Problem, dass ich nicht runterkomme. Aber ich kann ja rein theoretisch 2 einzelne Sauerstoffinjektoren hier einbauen. So.
Dann einen Kombinierer. Warum will ich das unbedingt jetzt nochmal machen? Ah ja, weil ich einfach mit euch in den Orbit will. Damit komme ich zwar sicher nicht in den Orbit, aber hey. So. Du kriegst auch noch ein... Also rein theoretisch mehr Treibstoff als je zuvor. Und wenn ich jetzt, warte mal, das Teil hier abkoppel. Na, warte. Die ich nach unten schiebe. Von der Kinetik. Ja Leute, ich weiß, das ist wieder eine lange Folge heute, aber hey. Dann nehmen wir aus der Teilabteilung Schrott. Die Teile setzen die hier an. So. Und jetzt setzen wir das so dran. Achso, war noch eine falsche Aufgabe. Fähigkeit nachweisen. So, let's go. Ich bin gespannt, wie das fliegt. Das schaut irgendwie anders aus. Okay, let's go. Das hat nicht echt viel Treibstoff. Zoom. Das Ding ist riesig und es fliegt auch noch echt gut. Jetzt steigt die horizontale Geschwindigkeit wie Sau. Na, es könnte wieder knapp werden. Aber rein theoretisch passen noch mehr Tanks rein. Rein theoretisch passen echt noch viel mehr Tanks rein. 3. 4. 4 waren wir letztes Mal. 5 waren wir noch nie. Ah. 6. Komm schon. Oh Gott, das wird richtig knapp. 7. 5. 6. 8. Yes. Und jetzt müssen wir nur noch die 160 Kilometer erreichen. Also sollte ja rein theoretisch kein Problem sein, oder? Aber Leute, ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut, bis wir die 160 Kilometer erreichen, oder? Leute, wir haben es. 160 Kilometer Fähigkeitsnachweis erbracht. Holy shit, ich habe es gesagt, wir schaffen es diese Woche und wir haben es geschafft. Mega nice. Mega nice. Die Folge ist zwar ewig lang geworden, aber ihr seht, wir haben es geschafft. Wir sind sogar noch besser auf dem Weg und ich würde sagen, wir beenden jetzt hier und tun noch das Video hochladen, weil es ist, ich würde trotzdem sagen, Marathon, absolut symmetrisch, Carmeline, Hyperschall, ein Skelett und professionell hätte ich gerne eingebaut noch. Das Verlängerungs- das geht schon. Und Video hochladen. Holy shit. Mega Kombination will hoch hinaus, aber dadurch, dass ich es wahrscheinlich so oft verwendet, ja, wird es wieder ein Flop. Ich darf das nicht verwenden. Das ist halt. Ah, ich will es verwenden. Satellit fertig, was? Rayson hat den Satelliten fertig. Ich bin aufgeregt. Tilt Power Sat. Wir haben ein Video dazu gedreht. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, das Video schaue ich mir währenddessen an, weil ich will, keine Ahnung, die Videos nicht mit euch hier anschauen. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder so. Ansonsten schauen wir, ich schaue mal, wie lang das ist und ansonsten schauen wir es am Anfang der nächsten Folge an. Also, bis dann. Ciao.